Ungeheuer guten Tag mit euch, Leute, und willkommen zur heutigen Folge Ungeraced. Wir werden gleich noch ein paar Fragen beantworten, die ihr auf Twitter gestellt habt. Und wir werden jetzt erstmal was essen gehen, was frühstücken. Wir haben nämlich gerade 10 Uhr morgens. Und Hunger. Wir müssen noch ein paar Sachen abgeben, ein paar Termine und. Und es ist grün. Und wir gehen jetzt Burritos essen. Baby Monkey! Baby Monkey! Riding on a pig, Baby Monkey! Jetzt gehen wir was frühstücken bei Burrito Bay. Bay Area heißt das eigentlich. Bay Area Burrito Company. Hast du Bock? Ja, richtig. Na gut, dann lass uns jetzt Burritos essen. Bis gleich. Ich war noch nie so früh da Burritos essen. Ich hoffe, die haben überhaupt das schon auf. Stell dir mal vor, die haben nicht auf. Um die Uhrzeit. Stell dir mal vor, die haben noch zu um die Uhrzeit. Letztes Mal jetzt zu. Ja, weil da Ostern war. Aber stell dir mal vor, die haben jetzt zu wegen der Uhrzeit. Ja, dann würde ich verhungern. Gut. Was? Holz? Links? Ja, nur wenn du geradeaus. Oh, vielen Dank. Shit, die haben zu, ich hab so gedacht. Öffnungszeiten, 12 Uhr erst. Ab 12 Uhr erst. Wieso haben wir es? Wir haben jetzt 10.21 Uhr. Nee, so war es bei MyInigo und leider haben sie auch geschlossen. Erst ab 11 Uhr und wir haben noch halb 11. Und was sieht man daran? Scheiße. Sogar MyInigo ist geschlossen. Das können wir um diese Uhrzeit machen. Das können wir um diese Uhrzeit machen nicht. Wir gehen jetzt zu Starbucks erst. Wir gehen jetzt mal zu Starbucks. Aber wisst ihr was? Alle sagen aber, steh früh auf, da hast du mehr vom Tag. Aber was denn, wenn man nur warten muss auf sein Essen? Das ist eine Lüge. Man steht früh auf und dann wird man bestraft. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, sowas. Gut, jetzt holen wir uns erstmal einen Kaffee. So. Und dann gehen wir zum Rhein. Wir machen jetzt ein schönes Video am Rhein. Yes. Bis gleich. Puzzle pieces in my fifth grade shoebox. All the answers I've misplaced are still lost. All the places I've been in my mind, yeah. Chuck E. Cheese brought more than the props. But the feeling of the happiness, all of y'all forgot it. Too busy, caught up on the wallet in your pocket. I think a little abstract. My treasure chest still lacks. I'm attached to the past. Tied up by the Pokemon cards. And the feeling of opening the pack that unleashed the Charizard. First edition, perfect vision. Back then, now I'm worried about living. Jobs and stress are too much to get. So I lay it on the rest and forget it in my head. Acting like a kid again, carefree, the old cribs. Thinking about why, thinking about when, thinking about all the times that I spent. I just wanna be a kid again. I just wanna be a kid again. Thinking about what, thinking about where, thinking about all the times that you dared that I wouldn't be a kid again. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind beim Rhein. Fall bloß nicht rein! Jetzt werden wir unser schönes Hashtag Ungeraced-Video machen. Das wird es auf der Weltreise öfters geben. Das heißt, wenn wir irgendwo sind und ihr habt Fragen zu diesem Ort oder ihr habt generell Fragen zur Weltreise, Hashtag Ungeraced. Wir sind gerade bei den Kranhäusern, wie ihr seht. Aber uns ist gerade aufgefallen, dass da auf der anderen Seite vom Rhein Schafe sind. Und wir haben richtig Bock, uns da zu den Schafen hinzusetzen. Und da wollen wir aufnehmen. Und deswegen, leider ist die Brücke ziemlich weit weg und die Brücke ist auch ziemlich weit weg. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal irgendwie. Schwimmen. Ja, wir müssen jetzt rüber schwimmen. Und deswegen, ja, schwimmen wir einfach mal rüber. Jo. Okay, auf geht's. Oh mein Gott, Alter. Boah, wir haben es geschafft, über den Rhein drüber zu kommen. Wir sind gerade hier aus dem Wasser gekommen. Aber jetzt erzähl mal die Story, was passiert ist. Also wir sind da reingesprungen, dachten wir schwimmen. Aber wir sind auf Wasser gelaufen. Auf einmal sind wir einfach, kommen wir einfach drüber laufen. Mit dem Boards fahren. Drüber fahren. Das war krass. Wir sind komplett trocken, alles perfekt. Und das ist keine Lüge, wir sagen die Wahrheit. Crazy. Und jetzt sind wir bei den Schafen. Jetzt sind wir bei den Schafen. Aber weißt du, wir sind da so runtergegangen da hinten. Wir waren ja gerade da, ne? Wir sind gerade runtergegangen. Auf einmal so, hä? Kannst du auch auf dem Wasser laufen? Ja, ich auch. Und wir haben das so gefilmt. Hier ist eine kleine Szene.
Also falls ihr unseren gestrigen Aufruf auf Twitter verpasst habt, könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen. Dann verpasst ihr sowas nicht mehr. Er heißt RaceTV. Und ich heiße einfach nur @Unge. Also ganz einfach zu finden. In der Beschreibung sind immer unsere Twitter-Accounts verlinkt. Ich werde auch in der Beschreibung mal Antons Twitter-Account verlinken, damit ihr auch uns findet. Auf YouTube könnt ihr immer die Videos sehen. Und auf Twitter seht ihr dann immer, wenn die Videos kommen und was auch immer so los ist. Wann wir aufstehen, was passiert, was geht ab. Ja, es ist auch stark. Und er hat eben auch ein exklusives Foto auf Twitter gepostet. Zum Thema Unge und sein, sage ich jetzt nicht, aber... Oh, das sind die Schafe. Oh. Mäh. Bisschen Angst haben sie aber. Genau. Ich weiß nicht, ob man die sieht oder ob ich jetzt davor bin. Ja, sieht man jetzt nicht so gut. Boah, ich kann ja meine Begrüßung ohne Stativ machen. Ich mach die jetzt ohne, okay? Okay. Das ist jetzt der Anfang vom Video. Okay, machst du deine zuerst? Die Schafe sieht man auch nicht, oder? Dann mach ich nochmal ein Schnittbild. Okay, Unge? Unge? Wir müssen jetzt dahin, wir müssen auf die andere Bank. Wir müssen unbedingt auf die andere Bank. Ich hab gesagt, das ist nicht zu weit. Okay. Dann sehen wir die alle wenigstens wegziehen, das ist wenigstens noch gut. Okay, hier ist wirklich besser. Perfekt, Mann. So. So, boah, guck mal, die Stativ ist saugut. Reißfahr ins Ohr und... So, wir sind endlich angekommen, wo wir hin wollten. Im Hintergrund sind die Schafe und der Schäferhund, wie ihr seht, der treibt sie gerade zusammen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich finde das sau spannend. Wir sitzen gerade mitten in Köln, aber trotzdem sind hinter uns einfach Schafe. Und das finde ich sau cool. Richtig cool. Ich liebe das. Ja, und wir fangen jetzt mit Ungeraced an. Und ich möchte einfach noch ein paar Fragen beantworten, weil sehr viele sind die ganze Zeit interessiert. Ja, was? So viele Fragen zur Weltreise stellt ihr uns. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt beide einfach mal jeweils ein Video. Und die erste Frage für heute nehmen wir mal von dem lieben Eimensch. Er schreibt, @Unge@RacedTV, hast du auch vor, einfach dahin zu reisen, wo nichts ist, kaum Zivilisation, einfach draußen pennen im Zelt? #UngeRaced. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ein bisschen Connection mit dem WWF mittlerweile. Und die haben uns sogar diese angeboten, wenn die da hinfahren, zum Amazonas beispielsweise, können wir mitkommen. Und da freue ich mich mega drauf. Das heißt, wir sind da wirklich in der absoluten Wildnis, wo nichts ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von da aus auch nicht aktuell direkt Videos hochladen können, weil da wird nicht so starkes Internet sein. Dafür haben wir unsere App dann, unsere Webseite und auch Twitter, um euch immer auf dem Laufenden zu halten. Wenn wir wirklich nicht die Möglichkeit haben, Video hochzuladen, werden wir alles immer schreiben und Fotos posten, damit ihr auch immer auf dem Laufenden seid. Also ja, wir werden auf jeden Fall auch dahin gehen, wo nichts ist. Genau, der Anfang ist in L.A., da ist noch mehr Zivilisation, aber auf jeden Fall, wir wollen die Welt entdecken, also alles aber, was aber auch gerade der Anfang ist saugut, weil dadurch haben wir erstmal dieses, alles ist noch nicht so überfordernd, weil L.A. ist natürlich viel und groß, aber es ist noch immer Zivilisation, es ist viel zu entdecken, wieder Englisch aufzufrischen und auch dieses Gefühl zu haben, wir reden jetzt kein Deutsch mehr, sondern wir reden jetzt Englisch und das wird ein super Start. Ja. Okay. Die nächste Frage ist von Clara Lia, @Unge@RaceTV, welche Kultur findet ihr am interessantesten und welches Land steht ganz oben auf eurer Wunschliste? Das ist eine gute Frage. Also bei mir ist auf jeden Fall ganz klar Hawaii und hab ultra Bock einfach mal da surfen zu gehen auf und jeden Fall diese Insel einfach zu entdecken, weil Hawaii ist halt auch dieses... Es ist, also Hawaii meine ich jetzt nicht nur Hawaii, sondern auch diese ganzen Inseln drumherum. Das sind ja so mehrere kleine Inseln und die würde ich alle gerne mal sehen. Und surfen. Wir müssen surfen. Ja. Wir müssen unbedingt surfen. Mein Lieblingsziel ist Neuseeland auf jeden Fall. Einfach, warum? Weil die Landschaften so krass sind und wie Herr der Ringe. Ach, weil Herr Ringe da gedehnt wurde. Bin ich saugehypt. Und dann war eine Frage noch, die Lieblings- oder welche Kultur wir gerne kennenlernen würden. Auf jeden Fall Japan finde ich stark. Tokio, da, weil das ist, glaube ich, ganz anders wie da leben. Da bei mir dasselbe. Also die Kultur würde ich auch auf jeden Fall so... Diese asiatische Kultur würde ich gerne kennenlernen. Also ich glaube Japan, einfach diese Stadt und überall so bunt. Ja? Ja, klar. Warte mit euch beiden, okay? Ja, klar, gerne. Ich freue mich richtig. Ja, freut mich zu hören. Natürlich. Wir haben gerade hier, machen gerade ein Video, wo die Schafe mit uns sind. Kommt das heute noch, oder? Das kommt heute noch. Heute. Ja. Hashtag UngeRaced. Da sind wir über Weltreise. Was ist so? Da drehen wir uns einmal wegen der Sonne. Warte, drehen wir uns einmal so rum. Das ist so. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr Helligkeit. Ich habe schon gehofft, euch irgendwie heute zu treffen. Ja, chillig. Sau cool. Danke. Ja, kein Problem. Schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Das merkt man gar nicht mehr, dass du noch eine extra Schicht drauf hast. Nee, es ist ja nicht drauf. Es ist halt unter der Haut. Das ist ein Tattoo, ne? Das ist ja keine. Okay. In welche Länder? Ja, okay, das haben wir ja quasi. Wie seid ihr auf die Idee mit der Weltreise gekommen? Das ist eine ganz gute Frage. Simon Hüwe, #UngeRaced, wie seid ihr auf die Idee mit der Weltreise gekommen? Wir haben das ja schon länger im Kopf gehabt. Schon vor ein paar Monaten haben wir mal so ein bisschen drüber geredet, aber noch nicht so genau. Und ja, wie bist du auf die Idee gekommen eigentlich? Es ist so eine Sache, die ich schon wirklich ewig in mir trage. Also ich möchte unbedingt die Welt bereisen.
Aber ich hatte halt noch so viele Sachen, die mich davon abgehalten haben. Zum Beispiel, dass ich halt ein reiner Gaming-Kanal damals war, also ungespielt. Und dass ich mir dann dachte, gut, ich möchte, wenn ich die Wahl habe, zwischen einer Weltreise und auf YouTube eine Zeit lang zu verzichten, ich möchte auf gar keinen Fall auf YouTube verzichten. Aber seit der Longboard-Tour ist mir aufgefallen, ich kann ja auch Reisevideos unterwegs machen. Ich habe auf der Longboard-Tour ja immer meinen Laptop dabei gehabt und habe ja da die Videos unterwegs geschnitten und auch hochgeladen. Und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Da ist mir klar geworden, so, ich muss das unbedingt machen. Dann war halt noch eine Sache, die mich gehalten hat hier in Deutschland, nämlich meine Freundin. Aber als dann dazu kam, dass wir uns getrennt haben, habe ich gedacht, so, jetzt hält mich wirklich nichts mehr hier und jetzt möchte ich los. Und ja, ich habe dann einfach gedacht, rufe ich mal spontan Anton an. So, Anton hat ja in einem Video erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und ich habe ihn schon eine Zeit lang beobachtet und dachte einfach, ja, ich muss ihn fragen. Ja, so. Kleiner Stalker. Ja, und dann dachte ich so, ja, er ist halt... Hat er mich angerufen und dann habe ich ja gesagt. Bei mir war es ja so, ich komme ja gerade frisch aus der Schule und alle haben immer gesagt, ja, nach der Schule möchte ich erstmal ins Ausland. Ich hatte schon vor, mal eine Weltreise zu machen, aber ich dachte jetzt nicht direkt nach der Schule und alles, aber jetzt bin ich gerade 18 geworden und Simon hat mich angefragt, auf jeden Fall. Ich hätte auch so oder so eine Weltreise gemacht, auch vielleicht alleine, nur mit Rucksack einfach irgendwo rum, aber wenn sich diese Möglichkeit bietet, auf jeden Fall, habe ich auch mega Lust drauf. Und ja. Danke, dass ich mitkommen darf. Ach, danke, dass du mitkommst. Das wird cool. Also, nächstes. Hallo. Ach so, ja, claro. Ja. Hallo. Hallo. Sie möchte auch ein Foto mit dir. Gar kein Problem. Und ich habe keine Ahnung. Ach, das ist so schlimm. Bist du alle drauf, oder? Kennst du mich? Ja. Dann komm du da an, dann ist sie in der Mitte. Super. Bis die. Sehr cool. Sehr schön. Danke. Ja, gar kein Problem. Freut mich, dass ich eine Freude machen konnte. Genießt das schöne Wetter. Machen wir. Ciao, ciao. Krass, dass wir hier erkannt werden, obwohl wir so, ein bisschen so oft, ne? in der Pampa sind. Ne? Das ist schon crazy. Die nächste Frage ist von Yannick und zwar Hashtag Ungerace, geht ihr nach Hollywood? Es ist ja so, dass wir in L.A. anfangen, da ist ja Hollywood direkt vor der Tür quasi. Was für mich auf jeden Fall sau interessant ist, weil ich bin ja sehr ins Filmemachen interessiert und möchte später vielleicht auch Regisseur werden. Und mal schauen, da gibt es ja bestimmt auch so Museen von Filmsets und so. Ich denke, schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Ja, wir sind auf 100% in Hollywood. Klar. Vielleicht sind wir auch beim Film drehen. Vielleicht können wir da zuschauen. Oder was vielleicht drehen wir auch einen Film. Vielleicht sind wir auch bei Star Wars Episode 7 einfach dabei. Vielleicht. So, ich bin der dunkle Sith Lord. Merlin Garrels fragt, Hashtag Ungeraced, denkt ihr oder du, Ed Unge, dass es Schwierigkeiten wegen der veganen Ernährung gibt? Das denke ich auf jeden Fall, gerade wenn wir zum Beispiel in so asiatischen Ländern sind, wo ich nicht genau lesen kann, was da überhaupt in dem Lebensmittel drin ist. Ja, ist da, no racist, ist da Ei drin, ist da Milch drin, so, das wird nicht immer transparent sein. Es ist in Deutschland schon schwer, immer zu checken, was überhaupt da drin ist, was für Produkte überhaupt verarbeitet sind. Und im Ausland wird es, glaube ich, ultra schwer. Obst und Gemüse ist natürlich immer klar, das kann ich immer überall essen, aber ich glaube, bevor ich verhungere, würde ich auch mal irgendwo was essen, wo ich mir nicht 100% sicher bin, wo ich auf jeden Fall 100% darauf achte, ist, dass ich kein Fleisch esse. Also Fleisch, Fisch, also generell irgendwas, wofür Tiere sterben müssen, möchte ich nie mehr in meinem Leben essen. Aber wenn jetzt in irgendeinem Produkt Ei oder Milch drin ist, dann würde ich auch kein großes Drama draus machen, wenn ich nicht mal weiß genau, was da überhaupt, ja, was überhaupt für Lebensmittel ist. Also kein Fleisch, aber vegetarisch dann. Ja, vielleicht machen wir dann sogar ein Video, wo wir so mal Essen im Ausland immer so ein Let's Eat oder sowas. Ja. Könnten wir irgendwie sowas machen. Ungegessen. So, ich hau direkt noch eine raus, nämlich von Tobias Watzke. Er schreibt, Hashtag ungeraced. Wie würdet ihr euren Geburtstag feiern? Und was macht ihr, wenn das Wasser in der Wüste ausgeht? Zur ersten Frage, keine Ahnung. Ich feiere meinen Geburtstag generell nie. Wann hast du Geburtstag eigentlich? 31. August. Okay. 16. März okay. War letztens Jahr. Ja, dann kannst du deinen Geburtstag erstmal noch nicht feiern. Aber vielleicht sind wir irgendwo an einem krassen Ort, wenn ich Geburtstag habe. Vielleicht sind wir auch wieder in Deutschland, wenn ich Geburtstag habe. Man weiß es nicht. Zur zweiten Frage, ich will einfach sagen, verdursten. Nö, ich trinke dich aus, will ich ausschlürfen. Ich bin einfach Bier. Mäh. Also, die nächste Frage kommt von Wiley und zwar @unge@racetv, #ungeraced. Ist das nicht stressig, jeden Tag alles zu filmen, was man macht und jeden Tag ein bzw. mehrere Videos zu schneiden? Ich denke auf jeden Fall, gerade weil wir müssen ja immer Flüge irgendwie kriegen, dann Hotels kriegen, wenn wir jetzt mehr rumreisen. Internet brauchen wir. Wird anstrengend, aber wir versuchen auf jeden Fall jeden Tag was zu machen. Wenn nicht, kommt es mal einen Tag später. Mhm. Aber wir geben unser Bestes einfach. Also es wird natürlich anstrengend. Du hast ja auch bei der Longboard Tour auch schon Erfahrung. Du hast ja auch 40 Tage, hast ja auch irgendwie hingekriegt, jeden Tag ein Video zu machen. Und ich hab's jeden Tag gemacht. Ja, das war, boah. Es wird anstrengend, aber wir machen es einfach. Ja, wir ziehen es durch. Wir ziehen durch. Boah, es wird so geil. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Bist du dabei? Okay, kommen wir zur letzten Frage in diesem Video, aber es geht bei Race ja direkt weiter. Also,
Die letzte Frage kommt von Timea Semmeier. Sie schreibt, kommen noch regelmäßig Let's Plays auf der Weltreise? Das ist so eine Sache. Ich möchte auf jeden Fall nicht aufhören mit Let's Plays, auf gar keinen Fall. Vordrehen ist überhaupt nicht meine Art. Ich finde, da fehlt so ein bisschen die Seele in dem Ganzen. Es gibt ja so viele Leute, die vordrehen und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man es kann. Ich persönlich mag es überhaupt nicht. Ich habe es auf der Longboard-Tour festgestellt, da habe ich vorgedreht. Ich finde es einfach viel schöner, wenn man aktuelle Videos macht. Das heißt, wenn man einen Tag vorher oder am selben Tag ein Video produziert und das dann direkt rausteilt. Weil ich möchte mit euch ja meine momentane Situation teilen und nicht irgendwas, was ich mal vorgedreht habe. Aber ihr braucht keine Angst haben. Ich werde auf der ganzen Welt Let's Player treffen, egal ob es in Asien ist, in Amerika. Das heißt, wenn ich in Amerika bin bei irgendeinem Let's Player, dann versuche ich mit dem zusammen einfach ein Let's Player aufzunehmen und dann lade ich es hoch. Wenn ich in Asien bin, auch wenn wir uns gar nicht unterhalten können, das wird ein saulustiges Erlebnis. In Australien, ich suche auf der ganzen Welt Let's Player und mit denen nehme ich dann zusammen auf. Ob es jetzt mal ein Konsolenspiel ist, ob es jetzt mal, was weiß ich, irgendein Shooter sind oder ob es jetzt Minecraft ist oder ob es am PC irgendein Spiel ist. Ich möchte Let's Plays auf der ganzen Welt machen. Oder in einer Spielhalle einfach. Ja, oder in einer Spielhalle und dann mit der Cam. Ich möchte einfach das, was ich da gerade erlebe, mit euch teilen. Ich möchte nicht im Voraus irgendwas produzieren und es dann hochladen. Das wird meiner Meinung nach nicht auf den Kanal passen, sondern es muss irgendwas von der Weltreise sein. Das heißt, auch Let's Plays wird es auf der Weltreise geben. Würdest du wenig schaffen, wenn wir ein Jahr lang auf Reise sind, du kannst dich ein Jahr lang vorproduzieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch mit den Fragen ein bisschen weiterhelfen und ein paar Fragen wurden beantwortet. Mehr Fragen gibt es bei Anton in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ciao. Tschüss.